Ein Traum für den Verkauf. Ja, der BMW 320e, die Limousine als Plug-in-Hybrid mit 0,5% Versteuerung als gewerblich genutztes Fahrzeug. Und das ist der Anschluss. BMW hat jetzt den Dreier verfügbar mit einem Ladestecker. Das heißt, man kann ihnen zum großen Teil elektrisch fahren und spart natürlich als Geschäftsauto ganz viel Geld. Grüß dich, Joe. Hallo, servus, Sven. Ja, ihr habt darauf gewartet, jetzt ist er da. Ganz wichtiges Auto für euch. Viele Geschäftskunden haben danach gefragt, ja, denn der Vorteil ist ja nicht nur die Prämie vom Staat und vom Hersteller, sondern natürlich auch die 0,5% Versteuerung. Absolut. Für jeden Dienstwagenfahrer, der diesen 1% versteuern muss, der kennt es. Und der Unterschied zwischen 1% und 0,5% ist natürlich deutlich zu spüren. 50%. Ja, genau. Ist so. Sag mal, ihr fahrt ja auch Dienstwagen, muss man dazu sagen. Ist das bei euch immer noch ein Mix oder könnt ihr sagen, ich fahre jetzt elektrisch als Dienstwagen, wenn du hier im Verkauf bist? Gut, das ist jetzt mein Dienstwagen, den fahre ich jetzt mit 0,5%. Also okay, das geht. Das heißt, du sparst auch, oder? Ja, genau. Ich spare jetzt quasi die 0,5% an der Versteuerung. Das ist so. Wir haben uns gerade eben schon mal davor gestellt und haben uns überlegt, warte mal gerade, ich ziehe mal gerade den Weitwinkel ein bisschen raus, weil der ist stark verzerrt, dass man das Ganze mal sieht. Ist das wirklich ein Dreier BMW von der Länge her? Also das ist doch quasi ein alter Fünfer, oder? Ja, schon von der Größe her. Er ist halt mit dem alten Dreier, sage ich jetzt mal alter Dreier, überhaupt nicht mehr vergleichbar, deutlich gewachsen. Deutlich. Also es ist schon fast, wenn ich mir so die alten Siebener angucke, die damals da waren, ja, von der Länge her. Länge ungefähr, was hat er so, 4,50? Ja, 4,52. Stark, hätte ich jetzt auch gedacht. Dann natürlich die 3D-Leuchten mit drin. Hinten ganz dezent steht nur E drauf. Aber schon große Nachfrage. Das heißt natürlich jetzt mit Umweltbonus und allem drum und dran. Es hat jetzt wie lange gedauert, bis er kam, der Dreier? Schon ein bisschen, oder? Ja, der Dreier, der ist jetzt, der hier ist jetzt neu. Also der 330e gab es ja schon etwas länger. Und der hier ist jetzt ganz neu rausgekommen, der Motor. Wow, ich bin ziemlich begeistert. Also jetzt sagt man ja den vielen Leuten nach, naja, die kaufen das nur, weil, ich sag mal, man die 0,5% kriegt, keiner lädt auf, aber die Wahrheit ist anders. Die meisten, die kaufen, fragen ganz gezielt nach Lademöglichkeiten, laden zu Hause auf, benutzen das. Vorteil ist auch die Rekuperation, das heißt also die Bremsenergie geht natürlich in die Batterie mit rein, ja, und das macht ihn sehr sparsam. Absolut. Ich fahre den jetzt selbst mit circa 2 Liter im Verbrauch. Quatsch, echt? Ja, absolut. Und bei einer Systemleistung von 204 PS, absolut erstaunlich. Der macht wirklich so viel Spaß, auch im rein elektrischen, absolut leistungsfähig und ja. Und, wichtig ist, er geht. Viele sagen, naja, 204 PS, ja, man kriegt ja die Fahrzeuge auch etwas stärker motorisiert. Vom Preis her 51.950, da geht nochmal was ab für den Kunden. Was kann der von der BAFA erwarten? Also von der BAFA gibt es einmal den Umweltbonus von 2.250 Euro plus eine Innovationsprämie von nochmal 2.250 Euro, also insgesamt 4.500 Euro. Wow, komm, ich zeig's gerade nochmal. Der ist schon ordentlich ausgestattet, der hier. Ja, der hat diese Luxury Line. Das heißt also, wenn wir jetzt hier nochmal das Auto schwarz mit dieser, das erkennt man hauptsächlich daran an diesen Chromleisten als Exterieurpaket, macht das Fahrzeug natürlich äußerst luxuriös. Schick, oder? Ja, absolut schick. Mit diesen Vielspeichenfelgen, genau, da sieht man nochmal diese Chromline Exterieur. Die zieht sich auch nochmal um die Tür, um die Fensterscheiben. Ist schon ganz edel. Das heißt, also hier könnte auch von Merkel aussteigen, theoretisch. Sehr edles Fahrzeug, genau. Mit den getönten Scheiben hinten, schwarz. Sehr cool. Ja, Preis 51.000. Und da geht nochmal was runter, 2.000? Jetzt gehen hier von den 51.950 Euro, geht dann quasi die BAFA-Förderung nochmal weg von 4.500 Euro. Der ist neu, das heißt, der hat ja noch keinen Vorbesitzer. Oder hat der erst tageszulassen? Genau, der ist ein Vorführwagen von uns. Und der hat jetzt, das ist aber jetzt heute erst zugelassen, tatsächlich heute. Okay, das heißt also, er hätte als Erstbesitzer die Firma Müller Dynamik drin gehabt, oder? Genau. Okay. So ist das. Wichtig ist ja auch bei den Vorführern, ihr habt die Prämie dann schon abgerufen. Ist das so für den Kunden? Oder wie funktioniert das? Kriegt der Kunde bei einem Vorführer die BAFA-Prämie auch noch? Oder kriegt ihr die jetzt? Ja gut, die BAFA-Prämie haben wir beantragt und die geben wir dem Kunden weiter. Die gebt ihr dem Kunden weiter? Okay, verstanden. Also wenn jetzt einer mal fragt,
wie das da ist. Ja, wir gehen gleich mal auf die inneren Werte ein, denn der 3er BMW, sportlich gar keine Frage, 204 PS, aber die Systemleistung, du hast mir erzählt, dank des Elektromotors, der hat ja richtig viel Drehmoment, das kann man nicht vergleichen mit normalen Benziner mit 200 PS, oder? Nee, der Elektromotor, der drückt halt auch nochmal richtig rein und hat halt von der Leistungsentfaltung nochmal was ganz anderes, also ist nochmal wirklich was ganz anderes wie ein reiner 200 PS Benziner. So, komm, wenn du mal kurz hinten aufmachst, das Fahrzeug kann man nämlich auch für die Family benutzen. Gibt es den auch als Kombi eigentlich? Den gibt es auch als Kombi, ja. So. Also hier den Platz und hier unten ist dann nochmal ein kleines Fach für den kleinen Einkauf. Ladekabel oder? Ja. Genau, für die Ladekabel oder für den kleinen Einkauf. So, da sind jetzt mehrere Kabel dabei zum Laden oder genau. Wie funktioniert das? In der Ausstattung kriegst du zwei Kabel, und zwar einmal das Kabel für an die externen Ladestationen, okay. Und einmal ein Kabel Adapter für zu Hause. Für die normale 230 Volt Steckdose für zu Hause, wenn du zu Hause keine Wallbox hast. Jetzt muss man ja sagen, die Batterie ist ja nicht sehr schwer, die hier drin ist. Das System ist ja, dass man bei einem Plug-in-Hybrid keine riesen Batterie mitschleppt, die sehr, sehr schwer ist, sondern man hat eine handliche Batterie, die man in, sag mal, 4-5 Stunden auch an der 230 Volt aufladen kann, oder? Genau, also du kannst, du bist in circa 4 Stunden bei 80% und die letzten 20% dauern etwas länger, rein aus technischen Gründen. Das geht aber über Nacht, geht das, oder? Das geht, ja, ja. Ich habe meinen über Nacht in der Garage anhängen an der 230 Volt Steckdose und der ist in 6 Stunden vollgeladen. Das heißt, du brauchst überhaupt kein Zubehör. Du gehst hin, du brauchst eigentlich nur irgendwo im Garten eine 230 Volt Steckdose, steckst das Ding rein, musst also nicht da Infrastruktur bauen und das Ding ist jeden Morgen voll. Ja, man sollte sich vielleicht noch mal kurz vom Elektriker bestätigen lassen, dass auch ein Fahrzeug dran geht, rein von der Verkabelung von der Leistung her. Von der Leistung her, okay. Genau, vom Hausanschluss. Aber prinzipiell, genau, so wie du gesagt hast. Toll, also das ist die Ladebuchse. Ich habe jetzt mal natürlich unfachmännisch, das Kabel ist auch dabei, das heißt, da kann ich jetzt zum Lidl fahren, genau. Und kann im Moment ja noch kostenlos oder bei Aldi oder wo auch immer hier beim Globus. Das ist die Ladestation, also das Ladekabel für die externen Ladestationen und der Stecker hier ist genormt. So. Und der geht jetzt hier rein. Und das ist ja dieser Typ 2, glaube ich, heißt der. Wie auch immer. Ich muss ja auch hier keinen Gleichstrom laden, weil das ist ja, ich sag mal, bei der kleinen Batterie gar nicht nötig. Und ich habe ja noch Benzin. Das heißt, die Reichweitenangst, die German-Angst, die gibt es hier gar nicht. Raus, ja, genau. Die gibt es hier nicht. Komm, wir zeigen mal gerade, du hast gerade weggelegt, wir zeigen mal gerade die CO2-Effizienz und die Verbrauchswerte. Die sind eigentlich so phänomenal. Also BMW ist eh schon im Moment sehr sparsam geworden. Der hat A+. Wenn es mir mal gerade reinhältst, warte, ich halte es mal gerade. 1,5 Liter, das klingt ja fast nach einem Betrug. Ist aber nicht so, oder? Das heißt, du kannst ihn, wenn er vollgeladen ist, mit 1,5 Liter fahren. Ja. So, CO2-Effizienz ist A+. Und hier unten siehst du Jahressteuer für das Fahrzeug 40 Euro. Ist also auch nochmal ein Riesenvorteil. Und ja, super E10 Strom. Wichtig ist auch noch diese praktisch Rekuperation. Die 150 Kilowatt, ist die jetzt die Systemleistung oder ist das der Benzinmotor? Das hier ist die Systemleistung, insgesamt 204 PS. 204 PS. Das nächste ist Energy, etwas Neues. Der Reifen, der drauf ist, hat einmal A und B. Wir halten das mal ganz kurz rein. Das ist mittlerweile eine Angabe, die man auch mitgibt bei dem Kunden. Also nicht wundern, wenn ihr mal ein Angebot kriegt. Mit Reifenlabel. Mit Reifenlabel können bis zu 10 Labels dabei sein, ja, je nachdem, genau, was der Hersteller ausliefert. Korrekt. Und das ist nochmal das kurze Angebot. Ja, 51.000. Wie ist denn die Lieferbarkeit von dem Fahrzeug? Lieferzeit circa 8 bis 10 Wochen zurzeit. Natürlich immer nach Angabe des Herstellers, aber zurzeit kein Problem. Ihr habt da Fahrzeuge da vorgeordert, ja, so ein bisschen? Genau, wir haben auch Fahrzeuge vorgeordert, wie so zum Beispiel er hier. Er ist auch direkt verfügbar. Beziehungsweise wir haben eine kleine Mindesthaltedauer bei einem Vorführwagen, die wir einhalten müssen, aber prinzipiell. Genau, wenn du mal so lieb bist, vorne mal aufmachst, denn da ist ein bisschen was anderes, da wird wahrscheinlich Orange drin sein. Er hat schon Head-Up-Display, der wird wahrscheinlich richtig schön voll sein, der hier. Aber ich dachte immer so, BMW und so weiter, da ist man direkt bei 70.000, 80.000 Euro. Nee, ist nicht der Fall, oder? Ziemlich cool. Ja, wir sind jetzt hier beim Listenpreis von 59.750 Euro mit einer super Ausstattung. Wie gesagt, die Luxury-Line ist drin, der hat sämtliche Sicherheitssysteme dabei, einen Totenwinkelassistent, die Spurverlassenswarnung. So, da hinten, da ist der Motor, das ist orange. Kabel, genau, die orangenen Kabel, die an die Batterie gehen, an den Akku. Da vorne sind noch
orangene Kabel, aber ist ja für dich auch eine Herausforderung. Du bist jetzt seit, weiß nicht, seit 20 Jahren jetzt im Automobilgeschäft. Jetzt kommt Elektromobilität. Vorher war die Modellvielfalt bei BMW ist ja explodiert, immer mehr Modelle. Das Ganze jetzt noch elektrisch. Ist das nicht schwierig für dich? Ja, ist schon sehr interessant und spannend, ja, absolut. Und die Kunden sind meist etwas stärker informiert als du, weil die haben ja die Zeit, sich jedes Video reinzuziehen im Internet. Zum Teil, ja, zum Teil hast du recht, ja. So, jetzt frage ich dich mal, was ist das für ein Sensor? Warte mal gerade, das ist, was steht da drauf? Ah, Laden. Das ist wahrscheinlich so eine Notentriegelungsbuchse, dass du daran ziehen kannst, falls sie nicht aufgehen sollte, ja. Das hier? Das weiße Kabel. Das ist eine Notentriegelung für hier, ja, genau, für den Tankdeckel hier. Falls da mal irgendwas passieren sollte, was aber nicht der Fall ist. Ja, du hast aber hier die Verarbeitung, wenn du das Ganze mal anguckst, Gasdruckfeder mit drin. Das ist ein echter BMW, der ist made in Germany? Ja. Gibt es überhaupt BMW? Achso, in Amerika noch, gell? Ja, Amerika. Und ich glaube, in Mexiko noch habt ihr Werke. In Amerika werden die X-Modelle geproduziert, genau. Ich nehme das zurück mit Mexiko, ich weiß es nämlich nicht genau, aber ich weiß, also der amerikanische Markt, da ist es sogar so, dass die X-Modelle mittlerweile aus Amerika kommen, gell? Ja, genau. X3, X5 und X6, X7 werden in Amerika produziert. Made in USA, aber der hier ist Made in Germany, ein echter Klassiker. Ist das auch dieses Licht, das immer anbleiben kann, das Fernlicht? Also das hier ist jetzt die LED-Scheinwerfer für Ablend- und Fernlicht und blendfrei, genau. Okay, das heißt, der blendet vollautomatisch auf und ab? Ja, der hat die Fernlichtautomatik mit dabei. Und auch hier hast du wieder dieses Rollo bzw. die Lamellen, die zugehen? Ja. Also das heißt, dass er auch ganz schnell dann auf Temperatur kommt. Es gibt eine App mit dabei, muss man sagen, die hast du in Verwendung. Da kannst du zum Beispiel sagen, wann aufgeladen wird und du siehst alles über das Auto. Genau, ich kann mir einen Timer stellen. Ich kann sagen, ich habe zum Beispiel zu Hause Nachtstrom ab 22 Uhr und kann dem Fahrzeug sagen, bitte ab 22 Uhr das Fahrzeug erst laden. Kann aber um 7 Uhr schon anstecken. Stark. Also wenn du jetzt einen Stromtarif zum Beispiel hast, der besonders günstig ist zu deren der Zeit, ich habe das in Frankreich, die sagen mir sogar immer wieder wechselnd, zu welchen Uhrzeiten das günstiger ist. Es ist also nicht immer gleich. Ja. Das ist bei mir. Also ab und zu kommt der grüne Strom dann zwischen 0 Uhr und 3 Uhr mal mittags. Also die wissen schon, wie sie sich da helfen müssen. Das Coole ist, immer mehr Kunden kaufen sich eine Lithium-Ionen-Batterie zu Hause. Das heißt, beziehungsweise eine Lithium-Batterie, haben Solarzellen dran und ziehen dann aus zwei großen Batterien, ich sag mal tagsüber die Spannung, die sie dann benutzen, um das E-Auto aufzuladen. Ja, das ist ja mittlerweile in der Wohnmobiltechnik ist das da, so ein kleines Hauskraftwerk, was da ist. Und dann habe ich noch nicht mal mehr Stromkosten von dem Fahrzeug. Dann hast du alles richtig gemacht. Dann hast du alles, wie soll ich sagen, alles in Anspruch genommen, ja. Sehr schön, komm. Wenn du mal vorne zumachst, bitte. Thema Platz, ich habe es schon angesprochen, also eine große Reiselimousine, gar kein Dreier mehr. Also ich muss wirklich sagen, der Kofferraum, der ist natürlich noch ein bisschen kleiner. Ich nehme an, das ist dann das große Plus beim Fünfer, oder? Der Fünfer ist aber dort deutlich größer, klar. So, der Kombi, ihr verkauft jetzt mehr Kombis oder viele Limousinen? Der Anteil ist dann doch schon eher am Kombi höher. Kombi. So, mach mal zu bitte hinten. Auch das mal sehen, das Ganze ist auch wieder wahrscheinlich geteilt umklappbar, 40, 20, 40. Steig mal hinten ein, bitte. 1,83 Meter, 87, Wahnsinn. Und trotzdem brauchst du nur noch den Chauffeur jetzt. Auch hier nochmal eine Mittelarmlehne mit Getränkehaltern und halt eine Durchlade. Das hier ist dieser 20er Teil. Ja. Da ich nochmal durchladen kann. Okay, das heißt, du kannst also Skier oder du kannst dann... Ja. Ein Snowboarder, irgendwas durchstecken. Genau. Dann hast du Leder. Ist das Leder echt oder ist das hier so ein Kunstleder, was drin ist? Das hier ist Leder. Leder? Genau. Bernasca-Leder, schwarz. Echtes Leder? Ja. Es riecht doch nach Leder. Aber die kriegen ja heutzutage, die Jungs kriegen ja alles hin, ja. Auch dass es dann, ich sag mal, ein textiles Leder ist und trotzdem riecht wie Leder. So. Dann hast du natürlich auch hinten ein bisschen Komfort. Aber das hier, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt ganz hinten chauffeurmäßig bedient werden wolltest, da gibt es wiederum andere Fahrzeuge. Ich sag mal so 7er BMW da und Co. Da gibt es 7er und 8er Coupé oder beziehungsweise... Da gibt es genug. Also, da gibt es genug, ja. So, ziemlich cool. Steig mal aus, dann zeige ich mal gerade. Ihr habt nämlich auch hinten, habt ihr Entertainment schon eingebaut. Ist es eine 3-Zonen-Klimaanlage? Das ist eine Klimaautomatik, hinten kannst du auch dann deine Gradzahl einstellen. So, das heißt, du hast also, warte mal, zeig's mal gerade. Ich schwenk gerade weg. Du hast USB-C schon mit drin, also ja, der neue Standard.
zwei Stück. Du hast die Klimaautomatik, die verstellbar ist hier. Und man hat so ein Ambiente-Licht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist hier ein Blau, das ist programmierbar. Und so sieht denn der Sohn oder die Tochter dann den Papa oder die Mama, wenn sie fährt. Dann hast du hier so Privacy-Verglasung mit drin, total dunkel getönt. Das Ganze siehst du, wenn du von außen guckst und zumachst. Da siehst du gar nicht rein, oder? Ja, kaum. Siehst du gar nicht rein, genau. Das ist die Sonnenschutzverglasung. Da siehst du halt nicht rein, ja. Was ist das für eine Felge? Das ist eine Mehrspeichenfelge, die in der Luxury-Line Serie ist. Genau, wir haben nur hier nochmal eine Nummer größer gewählt als 18 Zoll. Ja. Und passt natürlich mit dem Vielspeichendesign zu der Luxury, zu der luxuriösen. Da kann ich aber wählen, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne eine 20 Zoll Felge, theoretisch, es würde gehen. Als Option wählen. Das gibt es auch direkt von BMW in der 20er? 19 Zoll gibt es da noch. 19 Zoll. Ansonsten euch ansprechen. Hat der jetzt ein elektronisches Fahrwerk drin? Der hier? Nein. Okay, das heißt also dort kann ich aber nochmal das ansprechen, kann ich nochmal verstellen. Das heißt also, wir können ein adaptives Fahrwerk bestellen, genau. Aber der hier hat jetzt das klassische Fahrwerk drin, die im Dreier. Das funktioniert aber schon richtig gut. Das funktioniert schon sehr, sehr gut, ja. Okay. Komm, wir steigen mal ein. Dann zeigen wir mal. Also A, komme ich mal auf deine Seite. Du lässt die Tür mal gerade auf. Steig mal ein, bitte. Dass wir mal sehen, 1,87 Meter ist natürlich immer eine tolle Herausforderung, dass wir auch mal Leute zeigen mit einer großen Größe. Es geht ja noch größer. Gibt es da Grenzen bei dem Auto für dich? Oder würdest du sagen, jemand, der 1,95 Meter ist, das geht immer noch? Absolut, kein Problem. Ja, ich kann den Sitz ja noch weiter nach hinten machen. Oh, warte mal, ich muss das zeigen. Meine Füße ausstrecken. Also, so, du kommst ja schon gar nicht mehr ran. Mit den Zehenspitzen dran. Also von daher. Das ist aber schon eine Besonderheit. Das heißt, es wird ja auch oft im Außendienst verwendet, das Fahrzeug. Ja. Absolut eine Besonderheit und vom Platzangebot her absolut phänomenal. So, ich zeig mal gerade, warte mal, ich drehe mal gerade nochmal das Weitwinkel ein bisschen auf für innen, dass wir das Ganze mal sehen. Du hast viele Helferlein mit drin. Genau, hier haben wir die Lichtautomatik drin, dann auch nochmal die Parkleuchten, Nebellampen, Nebelschlussleuchte drin. So, der hat jetzt keinen Abstandstempomat, aber auch das ist wählbar, wenn man das will. Genau, wählbar, optional diese adaptive Geschwindigkeitsregneranlage. Hier ist der klassische Tempomat drin mit der Bremsfunktion. So, auch die Türen, da hinten hast du dann deinen Tankdeckel. Vorne der Deckel, der wird gedrückt und hinten der geht dann auf, oder? Genau, und hinten muss man eine Tankbereitschaft herstellen, quasi einfach nur kurz draufdrücken und dann tut er hinten aufmachen. So, auch das Lenkrad kannst du ziemlich, also für Leute, die gerne so Formel 1 mäßig mit einem ganz Lenkrad nach vorne haben möchten, das geht. Genau. Lenkrad ist halt in der Tiefe verstellbar, auch zum Körper hinziehen oder hoch oder runter. So, ich komme mal zu dir. Höhenverstellbar ist natürlich da. Hier vorne haben wir noch was Elektrisches. Was kann das? Genau, das ist die Lehnenbreitenverstellung. Also ich kann den Sitz quasi zusammendrücken. Die Backen. Etwas, genau, die Seitenwangen zusammendrücken. Die Seitenwangen. Dass ich dann fester im Sitz sitze. Okay. Mach mal zu, vorne bei dir. Liter. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn dir das jemand vor 10 Jahren erzählt hättest, dass du mal einen Dreier fährst mit über 200 PS, mit 1,5 Liter, die hätten dich sofort in die Klapse gesteckt. Entlassen. Genau. Aber das geht. Ja, das geht absolut. Wie gesagt, ich fahre den hier jetzt. Hier siehst du auf dem Tacho siehst du eine Reichweite elektrisch von 53 Kilometer aktuell. Ist natürlich auch abhängig der Fahrweise und abhängig von der Außentemperatur halt. Das ist ganz wichtig, die Außentemperatur spielt da eine große Rolle. Das heißt, wenn es kalt ist, dann ist die Reichweite geringer? Genau, wenn es kalt ist, ist die Reichweite so circa 20-25% geringer. Das ist so. Ja, dann ist hier eine Wärmepumpe mit drin. Das heißt, also du kannst mit deiner App wahrscheinlich das Fahrzeug vorklimatisieren oder wenn ein Hund drin ist oder im Schwimmbad kannst du sagen, ich will schon mal, bevor ich gehe, mal von 95 Grad runterkühlen auf mollige 20. Genau, du hast also eine Standheizung drin. Du kannst also im Winter auch hochheizen, also auf 20, 21 Grad, damit die Fenster schön auf sind und also frei sind. Also ich
fasse mal gerade zusammen. Standheizung kostet normalerweise wie viel, wenn man die extra bestellt? Ja, wenn man sie so bestellt, so 2000 Euro. Ja, eine Standklimaanlage gibt es ja gar nicht. Nee, also, die gibt es ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Die ist sie aber auch mit drin. Genau, du kannst auch runterkühlen. Du kannst auch runterkühlen. Dann mit im Preis mit drin ist die Automatik. Allein die kostet ja schon wie viel normal Aufpreis? Nochmal 2150 Euro als Aufpreis. Ja, gibt es ja nur mit Automatik gibt's das Fahrzeug. Automatik, ja. Das ist so. Muss ich mich hier um irgendwas kümmern? Muss ich irgendwie einen Elektroführerschein machen, damit ich hier so fahren kann? Oder ich steige ein? Genau. Einsteigen. Startknopf drücken, prinzipiell ist er, jetzt geht er natürlich nicht an, weil das Ladekabel noch dran hängt, das ist eine Sicherheitsfunktion. Also mach mal raus, ja, genau, mach mal an. Ich habe es extra reingesteckt, war mein Fehler, nicht deiner. Ziehen es mal raus. Zeigt er auch an hier, die Tür ist offen, das zeigt er auch hier grafisch nochmal an. Er zeigt übrigens die Newtonmeter und Kilowatt an. Du darfst gerne nochmal einsteigen, wenn du möchtest. Die Sitze, Sportsitze mit drin. Gut, wir sind in einem BMW, muss man sagen. Da ist ja alles immer sportlich so ein bisschen. Aber das ist schon Luxury hier. Das heißt, du hast hier das Metall. Das ist die Luxury-Line. Ja. Sehr luxuriös, überall diese Aluminium, beziehungsweise von außen halt viel Chrom. Und wenn ich ihn jetzt starte, ist er prinzipiell immer im Hybrid-Modus. Siehst du hier vorne nochmal Hybrid, genau. Also das Fahrzeug entscheidet jetzt selbst, fahre ich elektrisch, fahre ich nur mit Benzin oder fahre ich im Mix. Okay, du kannst aber sagen, ich will rein elektrisch? Genau, ich kann auch rein elektrisch fahren, indem ich hier auf den Knopf drücke. Elektrik. Dann wird es halt Elektrik, genau, maximales elektrisches Fahren. Das ist aber so, wenn der jetzt Leistung braucht, dann schaltet er den Benziner mit zu. Genau. Wenn du Kickdown machst oder sowas. Genau, sobald der Wagen merkt, ah, der Fahrer, der verlangt jetzt mehr, als ich mit dem Elektro leisten kann, schaltet er automatisch den Benziner zu. Das lernst du aber mit der Zeit. Das heißt also, wenn du zum Beispiel jetzt allein aus Prinzip sagst, ich will jetzt mal zur Arbeit, du hast von Merzig nach Losheim, du wohnst in Merzig, ja. Wie viel Kilometer? 11 Kilometer. 11 Kilometer. Du weißt es genau, steht in deiner Steuerabrechnung, ja. Wohnung, Arbeit, so ist das. 0,5% Versteuerung, ja, genau. Ist ja schon ein Traum für dich, oder? Absolut. Was macht das aus? Gut, ich frage jetzt nicht netto, ja. Aber ist schon bemerkbar? Absolut, definitiv. Ich meine, wenn du sagst, du hast ein 60.000 Euro Auto, 0,5%, 300 Euro, der Unterschied zwischen 300 Euro und 600 Euro. Gut, das ist das Bruttoversteuerung, das heißt, genau. Das macht dann vielleicht einige 100 Euro aus dann im Säckel. Und ich nehme an, ihr Verkäufer verdient ja Millionen, dann habt ihr den Höchststeuersatz. Ehrlich? Weiß ich nicht. Ja, ziemlich cool. Du hast also dann quasi ein Fahrzeug, selbst wenn du es nicht aufladen würdest, bei Bergabfahrten zum Beispiel, wenn du bremst, wird es auch aufgeladen. Genau, ich kann es rekuperieren. Da gibt es auch einen extra Knopf für. Also wenn ich jetzt beispielsweise, wenn der Akku leer ist und ich sage, okay, ich möchte jetzt gerne nochmal den Akku laden während der Fahrt, habe ich hier vorne nochmal diesen Battery Control, da kommt diese Anzeige hier. Batterieladung wird während der Fahrt auf eingestellten Zielwert vorgehalten. Genau. Das heißt, also die Lichtmaschine schiebt dann noch was rein? Oder genau, wie schiebt dann alles, was an Energie benötigt werden kann, für die Batterie zu laden, für den Akku zu laden, wird dort benutzt, wird in den Akku eingespeist. Und jetzt zu dem Zeitpunkt würde ich jetzt quasi mit Benzin fahren. Mhm. Und er würde mir den Akku laden und zu dem Zeitpunkt, wenn der Akku dann nochmal geladen ist, kann ich dann nochmal hier diese Battery Control ausschalten, dann geht er automatisch wieder in Hybridmodus. Mhm. Könnte zum Beispiel sein, ich will jetzt temperieren im Schwimmbad zum Beispiel, der Akku ist leer. Das wäre jetzt natürlich nicht so ökologisch so ganz so sinnvoll, aber ich hätte einen Hund drin, der soll jetzt nicht so heiß sein zum Beispiel und die Batterie ist erst halb voll, dann kann ich die vollladen und kann dann damit quasi die Klimaanlage betreiben mit ein paar Stunden. Das geht nicht. Also der macht die Klimaanlage nur 10 Minuten an. Also ah, 10 Minuten. Also um das runterzukühlen. Genau, um das runterzukühlen. Also du kannst jetzt nicht eine Stunde lang da die Klimaanlage anlassen. Ich könnte aber jetzt, wenn ich vom Schwimmbad jetzt weggehe, sagen Start und dann kühlt er runter. Genau. Er macht es für 10 Minuten. Genau, du kannst mit der App kannst du quasi die Zeit einstellen, wann du es runterkühlen möchtest. Also deine Abfahrtzeit einstellen und dann kühlt er das Auto runter zu der gewünschten Abfahrtzeit. Sag mal, das Ladekabel, das liegt nicht im Weg, wenn wir jetzt losfahren? Ich habe es nach hinten gelegt. Wir können losfahren. Dann fahren wir los. Der hat natürlich Heckkamera ist mit drin, nehme ich an. Oder hat er rundum sogar? Der hat jetzt keine Heckkamera. Der hat die Einparkhilfe vorne und hinten. Gibt es aber optional. Gibt es optional als mit Heckkamera. Gibt es auch mit einer Frontkamera.
gibt alles. Ich glaube, bei BMW die Aufpreisliste ist so lang wie das Telefonbuch von New York. Du kriegst alles für das Auto, aber der hier ist schon, ist das ordentlich ausgestattet? Der ist schon sehr gut ausgestattet, genau. Und der hat diese Helferlein, vor allen Dingen die Assistenzsysteme sind alle drin, Totalwinkelassistent, Spurverlassenswarnung. Mhm. So. Gerade hier vorne ist noch die Müller-Gruppe. Ihr habt sogar eigene Transporter, finde ich ziemlich cool. Genau. Da wird auch schon ein Auto aufgeladen. Ihr habt mehrere Niederlassungen hier für BMW? Genau, wir haben in Lebach eine Niederlassung, St. Wendel, Simmern. So, du hörst gar nichts. Also hier drin, gut, jetzt beim Benziner, die sind ja auch schon sehr leise, aber hier hörst du nichts. Ich fahre jetzt voll elektrisch und man hört halt gar nichts. Nix. Krass, 51 Kilometer ist jetzt drin. Reichweite, das heißt, das würde für dich optimal passen. Du könntest immer voll elektrisch zur Arbeit kommen. Genau. Auf jeden Fall. Ich fahre morgens elektrisch, wenn ich vollgeladen bin, hierher und fahre abends wieder voll elektrisch zurück. Also du könntest denn hier jetzt zum Beispiel im Betrieb laden mit Betriebsstrom, was ja zulässig ist. Du zahlst ja, 0,5%, könntest nach Hause fahren und zurück. Heißt aber auch, ich muss viel weniger tanken, oder? Absolut. Also ich tanke dann manchmal nur einmal im Monat. Krass. Mach mal Stopp. Ich zeig mal gerade was. Hier vorne ist ein Riesenfach. Mach mal bitte auf. Was da drunter ist, da zwei Becherhalter. Für Becherhalter, nochmal eine 12-Volt-Steckdose und die Wireless-Charging für das Handy. Okay, auch das hier ist natürlich toll mit der Automatik. Wer noch nie Automatik gefahren ist, der darf sich schon mal langsam dran gewöhnen, denn es wird demnächst keine Autos mehr geben mit Schaltgetriebe. Das werde ich mal prophezeien, also, oder? Wird auch so sein, die Schaltgetriebe sterben aus. Die Automatikgetriebe, die schalten mittlerweile so exakt. Dass der Spritverbrauch dann... Genau. Es hat sich doch schon einiges getan. Also wenn du jetzt überlegst, das hier ist ein Dreier BMW, wenn ich noch weiß, so in der Schule hat mich der Vater von meinem besten Freund, der hatte auch einen Dreier. Wann war das? 1976. Okay. Der war so groß wie ein Golf früher. War wirklich so? Genau, so sieht's aus, ja. Ah, das hier ist doch eine richtig, richtig großes, tolles... Limousine. Ihr habt denn im Prinzip eine Klasse drunter noch den Zweier? Der ist ein bisschen kleiner, der Zweier? Genau, der Zweier ist ein bisschen kleiner, aber ja, auch nicht so viel kleiner. So, hier sind Funktionstasten, die kannst du frei belegen, gell? Genau, die kannst du frei belegen mit Handynummern oder auch sogar mit Navigations-, also mit Adressen belegen, die dich dann direkt zu dem Ziel führen. So, iDrive gibt es jetzt schon ewig, hat sich durchgesetzt, sehr einfach zu bedienen. Das heißt, du kannst mit der Armauflage praktisch dauerhaft auf dem Drive bleiben und kannst es bedienen. Blind, wie lange braucht man dafür, wenn man keinen BMW hatte? Sehr intuitiv, also das wirklich zweimal benutzt und dann ist es direkt schon drin. Zeig mal, wie das funktioniert ungefähr. Die Schnellwahltasten, also ich kann hier an diesem iDrive dran drehen, dann verändert sich hier vorne diese blaue Leiste, die geht dann dementsprechend dann auf dieses einzelne Icon. Auf und runter, das Hauptmenü quasi. Genau, das Hauptmenü, und wenn ich hier auf Media gehe, dann bin ich sofort im Media-Menü und kann dann direkt auf meine DAB-Tuner, auf meine Radiosender zugreifen oder auf die anderen Abspielversionen. Ja, tolles Display mit drin. Die wichtigsten Funktionen habt ihr nach wie vor mit Tasten belegt. Ich glaube, so ein bisschen kommt das natürlich dadurch, dass ihr aus Amerika kommt, ja. Wo, ich sag mal, der Amerikaner, ich bin ja Halbamerikaner, der liebt es immer noch, einfache Bedienungen. Der 10-Sekunden-Test, wenn Leute hier Probefahrt machen, müsst ihr erstmal eine halbe Stunde Einweisung machen oder geht das? Also man findet sich direkt zurecht. Man sieht hier sehr übersichtlich die Tastenfunktionen mit Klimaautomatik bzw. Sitzheizung und Heckschutz. Scheibenheizung ist sehr, sehr übersichtlich. Selbsterklärend. Ja. Und es gibt für alles dann. Dann habt ihr noch den An- und Ausschalter, finde ich toll, mit der Lautstärke. Also du musst nicht in 1000 Menüs gehen. Das ist so der wichtigste Knopf. So, mach nochmal schnell aus, sonst kommt die GEMA direkt. Das ist so. Und natürlich, Digitalradio ist schon ein Traum. Wir gehen ja demnächst mit Digitalradio auf Sendung. Habe ich ja noch gar nicht erzählt. Zwei neue Sender für Saarland. Ja, gibt es den nächsten neuen Multiplex. Und ja, dann wirst du meine Stimme dann leider auch im Radio hören müssen. Sehr gerne. SOS-Taste, das ist die Telemetrie, die mit drin ist. Das heißt, der kann Standort übermitteln im Notfall. Löst sogar automatisch aus bei Unfällen. Genau, löst automatisch aus durch Unfallsensoren, die automatisch die Informationen an BMW weitergeben. Und ich kann aber auch auf SOS drücken, wenn ich einen Unfall sehe. Und das machen wir jetzt nicht, aber kannst draufdrücken. Nochmal eine SOS-Taste. Also Notfall. Wirklich gewollt, da draufdrücken. Und ich kann auch Hilfe holen, klar. Sehr wichtig.
wenn mal irgendwas ist. Also ruhig mal einmal, lieber einmal zu viel als zu wenig. Das Display ist voll digital. Der hat jetzt ein Head-Up-Display. Bestellen die Leute das oft mit, das Head-Up? Ja, wenn vor allen Dingen die Kunden, die das bereits hatten, da kann man einfach nicht mehr drauf verzichten. Das ist wirklich ein Feature, absolut ein Muss für jeden, der das schon mal hatte. Ja. Was ist da alles zu sehen? Man sieht es jetzt sehr, sehr schlecht, aber du siehst, glaube ich, unter anderem Geschwindigkeit. Also zunächst mal sieht der Beifahrer erstmal gar nichts. Du siehst, glaube ich, von deiner Seite aus her nichts. Ich sehe hier die Schildererkennung hat er da mit dabei. Ich sehe jetzt genau, wie viel km/h ich fahren kann. Ich sehe die aktuelle Geschwindigkeit, die ich fahre, und ich sehe nachher auch, wenn die Navigation aktiv ist, wann ich wo abbiegen muss. Mhm. Und ich habe auch Telematikinformationen, wie beispielsweise, wenn mich jemand anruft, dann sehe ich ganz genau, wer mich anruft. Und was Tolles kenne ich aus den großen Modellen, hat der vielleicht auch. Kannst du sagen, nicht schneller fahren als aktuell erlaubt? Geht das? Ja, das geht auch mit dem Tempomat. Ich kann ihm sogar sagen, dass er die aktuelle Geschwindigkeit übernehmen soll, plus eine von mir frei gewählte Geschwindigkeit noch on top. Also ich kann zum Beispiel die 5 km/h, wenn der Tacho geht, ja ein bisschen vor. Zum Beispiel, ich kann auch 5 km/h mit dabei machen, dann holt er sich die 50 plus die 5. Plus die 5. Geht noch 12? Geht auch. Sag mal. Und zwar in den Einstellungen. Also ich will jetzt keinen hier verleiten, schneller zu fahren als erlaubt. Aber es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich fahre 7 km/h. Man muss sagen, die LKWs fahren ja alle ein bisschen schneller. Die fahren ja alle 87, hat ja auch einen Grund. Also ich kann hier das Tempolimit anpassen, und zwar bis auf maximal 15 km/h. Ist ja witzig. Ab 15 gibt es ja, glaube ich, Punkte. Ich kann auch Minus machen. Minus kannst du auch machen. Minus 15. Also für den Lehrer, der dann sagt, nee, das war Spaß. Oder immer, die Studienräte fahren ja mittlerweile auch ganz schön zügig. Dann hast du hier Apps mit drin. Was ist Apps? Na, die Apps sind vorinstallierte Apps von BMW. Ich habe also hier verschiedene Widgets, wie zum Beispiel die BMW Assistenz. Die kann ich anrufen, dann bin ich direkt mit BMW verbunden. Ich habe einen persönlichen Assistenten, der mir beispielsweise Flüge bucht, wenn ich möchte. Oder halt direkt zu meinem Servicepartner. Also hier oben diese App, ihr Servicepartner, genau. Dann bin ich direkt mit uns verbunden, wenn ich möchte. Und hier unten ist diese My BMW. Da zum Beispiel, genau. Das ist die App, mit der ich einstellen kann, beispielsweise Standheizung und wann er laden soll. Zum Beispiel. So, Werterhalt bei BMW brauchen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Also selbst uralte BMWs werden gerne gehandelt, gerade Dreier, sagen wir mal so. Ich habe einen Dreier BMW. Wie ist denn so das Image vom Dreier? Das hat sich ja massiv gewandelt. Das ist ja nicht mehr so der tiefer gelegte Sportauspuff mit allen drum und dran, sondern ich sag mal, das ist er los, oder? Ja, das ist er los geworden. Er ist halt deutlich größer geworden, deutlich familiärer, deutlich alltagstauglicher und halt deutlich luxuriöser. So, also der M2 habe ich jetzt, letztes Mal habe ich ja auch mal gefilmt, ja, tolles Auto. Der hat ja die Größe vom Dreier mittlerweile fast, oder? Vom Alten. Etwa, ja, vom Alten, richtig, genau, da hast du recht. Sag mal, das ist aber schon schwer. Das heißt, Leute müssen herkommen, müssen Probe sitzen, müssen die Größe erfahren. Also wer einen kleinen Dreier will, der kauft besser einen Zweier, oder? Ja, absolut. Okay. Stark. Also hinten hast du richtig viel Platz. Du hast zweimal Isofix außen. Hast du vorne auch Isofix? Ja, vorne ist jetzt hier kein Isofix. Geht aber optional. Und hier, wie gesagt, hinten auf den Vorsitzen dann zwei Isofix. Mach mal hier auf, bitte. Noch mal kurz reingucken. Großes Fach mit drin. Komm, wir zeigen noch einmal hier Spritverbrauch. Das ist ja phänomenal. Das liegt, glaube ich, hier. Guck mal da. Da ist es. Dass wir die CO2 mal noch mal kurz einblenden. Das ist CO2-Effizienzklasse A+. Dann, ich meine, man braucht nicht erwähnen, du darfst hier mit auch nach Stuttgart fahren. Ist ja auch elektrisch. Du kannst ein E-Kennzeichen kriegen? Ja, E-Kennzeichen auf Wunsch erhältlich, klar. Kannst in Trier, glaube ich, auf der Busspur fahren. Aber da bitte nicht mich verhaften. Ich glaube, das geht in einigen Städten. 40 Euro hast du dann deine Jahressteuer mit drin und natürlich A+. Ist natürlich ein ganz ökologisches Fahrzeug, wenn du den jetzt rein elektrisch fährst. Lebensdauer von BMWs, ihr habt hier BMWs, die 20, 30, 40 Jahre sind, die zu euch im Service kommen, gell? Absolut. Das heißt, also nachhaltiges Auto. Definitiv. Die haben wir immer noch. Ja. Die Garantie, ich weiß nur, die ist normal ja 2 Jahre, hat man dann, und wahrscheinlich auf die Batterie ein bisschen länger, oder? Die da ist. Also wir haben 3 Jahre Gewährleistung. 3 Jahre? 3 Jahre Gewährleistung und 6 Jahre auf das Akku.
Ist das neu mit 3 Jahren oder war das schon immer so? Seit ein paar Jahren, ist 3 Jahre. 3 Jahre. 2 plus 1. 2 plus 1, okay. Und die Batterienummer, wie viel ist da drauf? 6 Jahre. 6 Jahre, mhm. Gut. Aber ich weiß schon, also ich weiß es bei Renault, Zoe und so, die das ja schon seit 10 Jahren bauen, die haben gar keinen Stress mit Batterien. Also deswegen kann man da ruhig also sagen, okay, da wird wahrscheinlich nichts dran kommen. Denn die Batterie ist ja nur dazu da, um Kurzstrecken zu rekuperieren. Bremsenergie wird umgewandelt, das heißt auch Verschleiß ist geringer? Ja, Verschleiß ist geringer und halt die Bremsenergie und halt auch die wird halt komplett rekuperiert, ja. Wartungsintervalle, wie ist das hier? Alle 30.000 oder 2 Jahre. 2 Jahre. Das heißt, also ich kann es packen, dass ich erst in 2 Jahren wiederkomme. Viele haben ja jährliche Inspektions. Der zeigt aber an, also wenn ich jetzt sehr, sehr viel fahre, eher früher. Geht genau. Auch. Das macht er intuitiv, je nach Nutzung. Gut. Komm, wir steigen nochmal aus. Das Auto nochmal zeigen. Denn der Hybrid ist natürlich was ganz Neues auch für mich. Wir sind bei Müller Dynamic. Das Ganze ist in Losheim am See und du hast hier einen wunderschönen Arbeitsplatz, den können wir gleich mal zeigen, der mittendrin ist. Ihr habt natürlich die Standards von BMW alle erfüllt, die da sind. Ist das ein guter Partner BMW für euch? Absolut, absolut. Service, Ersatzteile, Schulungen, das läuft alles mittlerweile wieder? Ist alles mittlerweile dabei, genau. Es war vorher natürlich online. Was da ist und ihr habt alle Modelle oder gibt es irgendwelche, die ihr nicht habt? Nee, ihr könnt alles liefern. Also wir können alles liefern. Wir haben jetzt natürlich alles nicht hier in Losheim stehen, klar, rein platzbedingt, aber wir können alles liefern. So, ihr habt aber selbst, also am besten schaut ihr mal rein, müller-bmw.com. Das Fahrzeug hier knapp über 50.000 Euro, was da ist. Wir können es ja gleich noch mal kurz zeigen und dann wird mir der Joe noch kurz verraten, der im echten Leben übrigens heißt Giovanni. Giuseppe. Ich nehme alles zurück. Ja, ist alles gut. Wie komme ich denn auf Giovanni? Ja, weiß ich nicht. Das tut mir unglaublich leid. Giovanni war, glaube ich, der mit den Hütchen, mit den 3 Hütchen. Damals der RTL. So, zeig mal. Da ist es. Und Angebotspreis sind 51.950 Euro. Und dann gibt es nochmal diese 2.000. Diese 2.250 vom Start plus nochmal die Innovationsprämie von 2.250 Euro. Also insgesamt 4.500 Euro. Sehr schön. Komm, wir gehen mal kurz weg. Deine Rufnummer? Die 06872-922-6420. Am besten einen Termin machen vorher, wenn ich Interesse habe. Das heißt, geht aber jetzt alles auch ohne Termin, oder? Geht auch ohne Termin, aber dass man das Fahrzeug blocken kann und zu der Probefahrt, genau, dann, dass er auch da ist. So, ich muss aber nicht gleich kaufen. Das heißt, du hast nicht direkt die Handschellen dabei. Man kann ja Probe fahren und auch wieder gehen. Das machen ja auch viele. Wichtig ist, viele Autos fahren. Das heißt also wirklich reinfahren, sich die Zeit nehmen. Das machen auch viele, oder? Genau, absolut. Man sollte sich auch die Zeit nehmen, einfach den Dreier mal testen und mal fühlen, wie erwachsener geworden ist und wie komfortabel er sich fahren lässt. Vor allen Dingen so ein Hybrid. Man muss einfach erfahren, dass der Hybrid von selbst alles macht. Er schaltet um auf Benzin, elektrisch, man braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Ja, und ganz wichtig, schaut nicht auf die Verbrauchswerte bei den Vorführwagen, denn die meisten Kunden geben da richtig Stoff, ja, und deswegen sind die oft höher. Aber ich sag mal, das ist oft nur am Anfang so, dass die Leute dann, ich sag mal, alles ausprobieren, die Systemleistung auch mal bis zum Anschlag machen hier. Man will ja auch mal sehen, was da rauskommt, aber im echten Leben kann man diese 1,5 Liter, zeig nochmal gerade, die kann man doch erreichen, oder? Absolut. Ich komme da gar nicht drüber weg. 1,5 Liter A plus. Ja, vielen Dank, sehr Joe. Gerne. Danke auch. Und noch einmal die Rufnummer. 06872 922 6420. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao.